Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, Tancred hat uns nach, oder besser gesagt, ins Land der Feen gebracht. Und ja, die ein oder anderen Pixies wollen uns verwirren. Mal gucken, ob Tancred eine Idee hat, wie wir dagegen vorgehen können. Tancred? Tancred kennt vielleicht einen Ausweg. Gut, das ist gut. Wir sollten die Pixies dazu bringen, ihre Streiche zu beenden, anstatt endlos im Kreis zu laufen. Den Geflüster eben nach zu urteilen, wollen sie, dass wir bei ihren kleinen lustigen Spielchen mitspielen? Schätze, wir haben vorerst keine andere Wahl, als mitzumachen und zu hoffen, dass es uns zu ihrem Dorf führt. Lasst uns erst einmal geradeaus weitergehen. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, müssten wir so in ihr Dorf Lüderan rankommen. Ich habe bereits mit Mephia über die Ursprungswelt und unsere gegenwärtige Lage gesprochen. Sie weiß also Bescheid. Ja. Ja, dann mal Tankwart hinterher. Wo müssen wir hin? Ach, da, okay. Okay, zugegeben, ich war da schon mal in dem Ort, weil der Ätherit ist und ich musste mal ganz dringend wohin. Also war ich da schon mal. Aber wir können ja schon mal hinlaufen. So, Tancred, wir sind da. Übrigens sehr interessante Schnittblumen hier. Haben ein bisschen was von Day of the Tentacle. Oder Eulenköpfen. Oder so. Wir haben es geschafft. Wir sind in Laran angekommen. Aber wo sind die Pixies? Tara, ich habe eine Idee. Würdest du mir zur Hand gehen und dich nach einem Gewächs umsehen, das sich an seine Spitze kringelt? Die Pixies bezeichnen es als Find-dich-Fahren. Und wer damit umzugehen weiß, kann ihre Unsichtbarkeit sauber brechen. Wenn du gut in den Büschen hier suchst, solltest du welche finden. Aber wenn du von irgendwoher mysteriöse Stimmen hörst, lass dich nicht ablenken und antworte auf gar keinen Fall, verstanden? Die Pixies werden versuchen, uns noch tiefer in die Illusion hineinzuziehen. Okay. Das sieht aus wie ein Feenstrauch. Du siehst nach dem das sieht nicht nach Find-dich-Farm aus. Während du die Pflanze betrachtest, hörst du von irgendwo eine Stimme. Hihihihi. Hallo, große Frau. Wollen wir Freunde sein? Verrate mir deinen Namen, Fein. Mit Verlaub, bist du stumm? Bist du taub? Schade. Hihihihi. Okay. Es hat mir aber keiner gesagt, wie, doch, ein Find-dich-Baum, der sollte irgendwie vorne gewölbt aussehen. Alice, hast du einen Find-dich-Tau gesehen? Egal auf wie viel Behausung wir stoßen, sie scheinen alle unbewohnt. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass wir beobachtet werden. Alfino, hast du etwas entdeckt? Ich habe wirklich vorgenommen, die Orientierung. Ich habe wirklich vollkommen die Orientierung verloren. Und ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht einmal mehr, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Ja, gucken wir mal hier, ob wir den Find-dich-Farm finden. Das sieht nicht nach Find-dich-Farm aus. Während du die Pflanzen betrachtest, hörst du irgendwo eine Stimme. Hallihallo, was suchst du so? Brauchst du eine helfende Hand? Oh, Schweigen ist aber nicht nett. So. Mal gucken, ob wir hier den Find-dich-Klee finden. Das sieht nicht wie der gesuchte Find-dich-Farm aus. Ach nee, das sieht aus sogar aus wie der Find-dich-Farm. Oh, du hast den gefunden, aber von irgendwo vernimmst du die Stimme. Hey, du Große, was machst du hier? Wo kommst du her? Verrat es mir. Wie hast du mich etwa nicht gehört? Ignorierst du mich? Hihihihi. Sag, was machst du hier überhaupt? Dieses Trampeltier muss wohl taub sein. Pah, langweilig. Aber wenn du schon dabei bist, das Unkraut zu jäten, kannst du auch gern für immer hier bleiben. Wie unser Grasgrul. Dein Körper fühlt sich plötzlich sehr schwer an. Oh nein! Ich habe Schwere auf mir für eine Minute. Alles ist
So langsam, Tancred, ich komme. Regret. Ja, ich weiß, Sie können einem gehörig auf den Geist gehen. Aber dein Einsatz war nicht umsonst, das verspreche ich dir. Reich mir den Fittich vor. Hier, bitte, der Fittich vor. Hervorragend, ja, keine Zweifel, das ist er. Jetzt werden wir das Spiel etwas fairer gestalten. Dann wollen wir mal alle versammeln. Es gibt da einen kleinen Trick, den ich vom großen Uriange persönlich gelernt habe. Ferracita, klar, Claire. Schluss mit den Streichen, ich kann euch sehen. Verflixt, verdreckt, wir sind entdeckt. Wer mag wohl der Besucher sein, der weiß, wie man uns findet? Kneif mich doch, das Mädchen kenne ich noch. Das ist die mit den zwei Seelen. Und guck mal da, ein Zwillingspaar. Sind die nicht putzig? Wie süß! Kommt, wir spielen. Entschuldigt, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen zu Uriange. Uriange? Den kennen wir doch. Ein ganz lustiger ist das. Als er sagte, dass er bei uns in Ilmec wohnen möchte, haben wir ein Rätselspiel mit ihm gespielt. 7 Tage und 7 Nächte, ohne auch nur einmal die Augen zuzumachen. Ah, das war vielleicht ein Spaß. Genau den meinen wir. Würdet ihr jetzt bitte den Verwirrzauber von uns nehmen, damit wir ihn finden können? Sollen wir? Machen wir's? Können wir denn? Können wir ihnen überhaupt trauen? Uns bleibt nichts anderes übrig. Hier gelten ihre Regeln. Also gut, wir heben den Zauber auf. Aber erst müsst ihr uns helfen. Und wenn wir alle froh und zufrieden sind, könnt ihr zu eurem Uriange gehen. Also wirklich. Gut, wenn's denn sein muss, teilen wir uns auf und helfen wir ihnen. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Okay, wenigstens ist der schwere Zauber weg. So, wir haben 3 Quests, die wir machen müssen. Fangen wir bei dem hier oberen an. Die Leichtigkeit des Seins. Isla, eine Pixie aus Lyderan, scheint verzweifelt. Oh, mein Bauch ist so leer und die Flüglein so schwer. Hatte ich doch nur eine kleine Nuss zum Nagen, würde ich nicht so verzagen. Hey du, würdest du Isla einen Gefallen tun und ein paar Nüsse zum Knabbern besorgen? Bitte, 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 mit Kulleraugen. Vorm Dorf musst du nur auf eine kleine Anhöhe gehen, auf der 2 wunderprächtige Glockenfruchtbäume stehen. Dort findest du leckere Glockennüsse. Sie fallen quasi von ganz allein auf den Boden und man muss sie nur noch auflesen. Ganz einfach. Okay, wenn das alles ist, dann holen wir die doch schnell. Vorm Dorf ist da oben anscheinend. Okay. So, da haben wir den ersten Glockenfruchtbaum. Rüttel dich und schüttel dich und fallen die Glockenfrüchte runter. Du bist keine Glockenfrucht, glaube ich. Okay.
So. Eine Glockenfrucht haben wir. Mal gucken, was hier kommt. Ne, da hinten ist der nächste Baum. Nochmal das gleiche Spiel. Bäumchen, schüttel dich. Bäumchen, rüttel dich. Fällt das Früchtchen herunter. Okay. Ihr seht schon, ich habe keine Ahnung, wie dieses Kinderreim eigentlich noch geht. Aber wenn ihr nochmal genau wisst, wie dieser Spruch heißt, könnt ihr es dann in die Kommentare schreiben. Ich würde es gerne wissen. Für das nächste Mal, wenn ich Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich machen muss. So. Okay, die Früchte haben wir. Und wieder zurück zu der kleinen Pixie. So, Islala, hier sind deine Nüsse. Hihihi, du hast die Glockennüsse gefunden? Danke! Das ist so lustig. Stell mir gerade vor, was für ein Gesicht du gemacht hast, als die Raupen aus den Ästen gepurzelt kam. Dachtest bestimmt, das seien dicke Nüsse. Das war wirklich lustig. Jetzt guck doch nicht so streng, Große. So sind wir halt. Je größer die Not, desto kecker der Scherz. Wer nicht lacht, der lebt nicht. Und gerade deshalb sind die langweiligsten Spielverderber diese Sündenvertilger. Die spielen nicht und kennen keine Freude. Wir würden sie auch etwas ärgern, aber wir haben nicht viel mit Kämpfen am Hut. Das ist totlangweilig. Okay, dann die nächste von Zuluin. Aussage der Anerkennung. Zuluin amüsiert sich offenbar prächtig. Nichts ist umsonst, außer der Tod, und er kostet das Leben. Nicht, dass wir Pixies uns um solche Dinge Gedanken machen müssen. Also, hier ist deine Aufgabe. Lydalaran ist das Zuhause der Pixies und wir lassen nicht jeden Hempel durch unser Beete trampeln. Das wäre ja gelacht. Ha! Du musst dich erst einmal beweisen und unsere schöne Lydalaran deinen Respekt erweisen. Ein kleiner Test. Hier hast du ein paar Immergrünsamen. Die siehst du jetzt aus, auf dass alles hier alles schöner sei. Husch, husch! Okay. Also, ich hoffe, ich kriege da wenigstens Erfahrung für meinen Gärtner, aber ich bezweifle das mal. Naja, also, hier, Zielort. Dann machen wir das noch, wie der Gärtner es gemacht hat. Einfach mal einpflanzen. Oh, fein, ja, seh die Samen in die fruchtbare Erde. Was für Blumen dort wohl sprießen werden. Wenn es schön große Blätter hat, mache ich mir den Vorhang draus. Okay. Scheint nichts Großartiges rauszukommen. Dann die nächsten Samen müssen wir hier drüben pflanzen. Neben den Iteriten. So. Auf der anderen Seite des Iteriten. Ah, ich sehe schon da oben. Okay. Ich glaube, das ist der Tester. Zu gucken, wie ich da hochkomme. Okay, bin oben. So, das ging ja schnell. Und der letzte ist da drüben irgendwo. Auf dem Haus wahrscheinlich. Ah, da vorne, ich sehe schon. Ich sehe schon blinken und winken. Oh Gott, ich höre mich schon an wie so ein kleiner Pixie. Komm heraus, komm herein. Pixie, seid so fein. Oh Gott, ich reibe. Oh, wer tanzt dort durch unser Dorf und pflanzt die Samen? Es ist die Fremde, ohne Namen. Wachst hoch, ihr Blumen, wachset weit, bis ihr schön und schöner seid. Wir Pixies kümmern uns um dieses Land. Früher wurde es noch Voldemort genannt, aber diese fiesen Sündenvertilger kamen. Verschlangen alles von Rang und Namen. Jetzt sind sie fort, die Bewohner von Volburt. Aber es ist jetzt auch alles viel schöner als zuvor.
weil wir die Beeten gießen und die Blumen sprießen, Bäume pflanzen und um die Hecke tanzen. Wir im Frühjahr Samen sehen und dann im Herbst ernten gehen. Früchte, Kräuter und auch das Korn. Und dann beginnt alles wieder ganz von vorn. Oh Gott, ich hasse Pixies. Okay, so, aber wenigstens haben wir den Pixie fertig nicht fertig gemacht. Wollt ihr nicht fertig machen, sondern die Quest von denen fertig machen. Und wir kriegen dafür ja auch ein Item. Also das ist ja hier gar nicht mal so schlecht. Das lohnt sich ja. Erfahrungspunkte, Items und ein klein bisschen Jill auch noch. Fleißig warst du, war sehr schön. Du hast uns deinen Respekt erwiesen. Wir werden die Erde nun fleißig gießen. Auf das Lytra-Lara gar nicht das Haus der Blumen werde. Der riesige Wald, in dem wir einst lebten, auch wunderschön. Der Duft der großen Bäume überall, die warme Sonne ließ die wilden Blumen sprießen. Und wir Pixies, wir tanzten auf den bunten Wiesen. Was für Zeiten das doch waren. Doch dann kam die Lichtflut und bleichte alles aus. Wir Pixies, wir irrten umher, vertrieben aus unserem heiligen Garten. Die Leute verließen ihre Heimat und wir zogen von verheerten Wald die leeren Ruinen. Doch nun grünt und blüht es wieder und unser Herzen singt vor Freude. Gib's zu, hier könntest du es dir auch gefallen lassen, was? So. Und die letzte Quest. So, von weiter kann ich den Namen gerade noch nicht lesen. Ul-Sigun. Ul-Sigun ist zu Scherzen aufgelegt. Huhu, große Frau, unser Graskrummel haben Durst. Kannst du die Wasserkübel spicken und ihnen ein bisschen Wasser bringen? Graskrummel sind diese hübschen Strauchbrüder hier überall, auf denen die Blümchen wachsen. Sie reden nicht viel, aber sind alles in allem ganz nette Spielgefährten. Sie sind nicht nur, sind sie nicht zu knuddeln? Hol etwas vom kühlen Nass vom großen Spiegelchen und gib den lieben Graskrummeln. Sie stehen hier überall in der Gegend herum. Du kannst sie gar nicht übersehen. Ach, am Wasser sollte es etwas Vorsicht sein. Die Fuad sind manchmal etwas frech, aber das schaffst du schon. Okay, wo ist das der Spiel? Ah, da hinten. Großes Spiegelchen. Okay, da reiten wir einfach mal hin. So, das hier ist also das Spiegelchen. Ah, und das sind die Futter. So, dann wieder zurück und gießen. So, da haben wir schon den ersten Graskrummel. Den gießen wir mal geschwind mit Wasser. Und gieße, gieße. So, der erste. Und der zweite ist drüben beim Postmokri. So, Graskrummel. Auch dich bewässern wir etwas. Okay. Das war's. Und jetzt haben wir alle drei Quests erledigt. Oder so gut wie. Ah, du hast unsere Graskrummel Wasser gegeben. Wie lieb von dir. Sie sind nicht zum Knuddeln. Das ist alles. Das sind alles Besucher, die unbedingt nach Edelmeng wollten. Also haben wir sie ein bisschen verzaubert und gleich hier behalten. Hier haben sie es gut und können den ganzen Tag auf der Wiese stehen und sich die Sonne auf die Blätter scheinen lassen. Toll, oder? Du hattest bestimmt auch eine hättest bestimmt auch einen putzigen Graskrummel abgeben. Schade eigentlich. Okay. Bin ich ja ganz froh, dass ich nicht zum Graskrummel geworden bin. Wer weiß, wann ich das nächste Mal gegossen worden wäre. So, okay. Ein alter Freund in neuen Gewanden. Da haben wir Tancred.
Wir haben alle Quests erfüllt. Tancred hat fürs Erste genug davon, nach der Pfeife der Pixies zu tanzen. Ah, Tara, wie läuft das bei dir? Ja, ich habe 3 Aufgaben erfüllt und hoffe, jetzt sind wir durch. Bei mir ist es auch nicht viel besser. Alberne Aufgaben und lästige Streiche. Nichts, was sie auch nur ohne uns erledigen könnten. Sie treiben ein Spiel mit uns. Aber das ist ja keine Überraschung. Mir reicht es langsam mit dieser sinnlosen Plackerei. Ich komme mir vor wie ein Kobold, der auf einer Müllhalde nach Gold graben muss. Ich habe irgendwann die Geduld verloren und gefragt, wie lange wir ihnen denn eigentlich noch unseren Respekt erweisen müssen. Die Antwort war, und ich zitiere, Geduld ist eine Tugend. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt vorhaben, uns je wieder von hier wegzulassen. Mojangshi hat mir mal etwas über diese Pixies verraten. Es gäbe Legenden, die behaupten, dass sie die Seelen von Kindern in sich tragen, die sehr jung oder sogar noch vor ihrer Geburt verstorben sind. Sie hatten keine Erinnerung an ihr voriges Leben. Sie würden nie wirklich erwachsen werden. Deshalb seien sie so sorglos und würden an nichts anderes denken, als zu spielen. Wer sich in ihrem Reich verirrt, den behalten sie hier. Manchmal ein paar Tage, manchmal viele Jahre. Und manchmal lassen sie sie nie wieder gehen. Einfach, um einen Spielgefährten zu haben. Klingt nach einer wahrlich erbaulichen Legende. Seelenwanderung. Das erinnert mich an etwas, das ich mal über die Beschaffenheit der Seelen gelesen habe, als ich die wahre Natur von Geistern erforschte. Die Seele ist eine Art Kern, der im Äther existiert. Es ist das Vorhandensein dieses Kerns, das uns von ätherischen Wesen wie Geistern oder vom Ja unterscheidet. Für gewöhnlich lösen sich die Seelen Verstorbener zusammen mit ihrem Äther auf. Doch wenn sie einen besonders starken Willen haben oder magisch manipuliert werden, ist es möglich, dass die Seele auf unsere Ebene der Existenz zurückbleibt. Der Forschung zufolge können solche ungebundenen Seelen sich wieder mit dem Äther verknüpfen und eine neue Lebensform bilden. So könnte es sich auch mit den Pixies verhalten. Nach dieser Theorie sind wir hier auch nichts anderes als Geister. Unsere Seelen wurden aus der Ursprungswelt hierher gerufen und haben sich mit dem Äther der ersten Splitterwelt verknüpft. Und wie fühlt es sich so an als Schreckgespenst, Bruder Herz? Wie dem auch sei, wir müssen wohl auch davon ausgehen, dass die Pixies uns noch lange als Spielgefährten bei sich behalten. Besser, wir verhandeln noch einmal mit ihnen. Ich habe nämlich echt keine Lust, hier noch länger als Pixie-Kasper zu spielen. Wenn wir doch nur einen von ihnen auf unsere Seite ziehen könnten, dann würden die anderen uns vielleicht zuhören und sich überreden lassen. Wir haben doch eigentlich einen Pixie. Die Frage ist, welche der Pixies sich wohl am ehesten auf unsere Seite ziehen lassen wird. Mir ist bisher keiner begegnet. Also ich kenne da eine. Ob uns Feo'ul uns hilft? Ich bin ganz Ohr, Tara. Also ich habe eigentlich meinen privaten Miet-Pixie. Was? Du kennst nicht nur eine, die sogar... du bist sogar einen Pakt mit ihr eingegangen? Das hättest du ja mal früher sagen können. Also los, ruf sie. Wie hieß sie noch gleich? Feo'ul? Gib im Sagen-Chat-Modus über die Tastatur oder der virtuellen Tastatur in der Nähe des Zielortes Feo'ul ein, um die Pixies zu rufen. So, das ist der... Wo ist der Zielort? Da ist der Zielort. Gib im Sagen... Okay, wir sind am richtigen... Dann gehen wir mal im Chat-Modus. Say. Feo'ul. Ausrufezeichen. Du hörst von irgendwo eine Stimme. Pah! Jetzt plötzlich wirst du wieder den Baum des Glanzes spielen? Dabei hast du mich, dein Zwillinglein, total vergessen. Gib's doch zu! Was habe ich nur getan, dass du mir nicht vertraust, dass du ein teures Zwillinglein nie zu Hilfe bittest und dann einfach meinen Namen so schroff in die Landschaft hineinrufst? Pah! Ich kenne dich gar nicht! Okay. Dann halt noch. Jetzt müssen wir reinschreiben.
Fee, also erstmal Sei, nee. Und dann Feo, Komma, bitte, Komma, ich brauche deine Hilfe, Ausrufezeichen. Gott sei Dank schreibe ich das gerade am PC und nicht an der PlayStation. Ich hab doch gesagt, ich kenne dich nicht. Du musst schon viel, viel, viel lieber fragen, wenn ich antworten soll. Okay. Da nochmal ein neuer Text. Erstmal Ausrufezeichen. Und jetzt. Liste Feo Ul, Komma. Mein Zweig der Anmut. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Armut gesagt. Anmut. Ich brauche deine Hilfe. Ausrufezeichen. Na endlich. Wie lange sollte ich denn noch warten? Du bist schon eine Ewigkeit hier. Und erst jetzt kommst du auf die Idee, mich zu rufen? Ha! Eine Unverschämtheit ist das. Geht man so vielleicht mit seinem Zweiglein um? Was für eine unsensible, herzlose Person du bist. Wer ist denn die? Ist die Pixie nicht reizend? Fast so süß wie du, als du noch klein warst. Was? Was hast du denn? Ah, was war das schön, wie du eben so leidenschaftlich nach mir gerufen hast. Ich kann einfach nicht anders. Ich werde meinem Bäumchen helfen. Oha, wen haben wir denn da? Seht mal, wer da ist. Feo Ul, malt Phil. Die Windblühende. Ach, ihr. Spielt ihr immer noch eure alten, albernen Spielchen? Ich habe einen Vertrag mit ihr geschlossen. Sie ist jetzt mein Snejak und wird es auch bleiben. Da könnt ihr sie festhalten, wie ihr wollt. Wie, nicht mal ein bisschen spielen dürfen wir mit ihr? Und was ist mit den anderen? Nichts da. Ich habe sie zuerst getroffen. Ich bin schon gespannt, wie weit sie kommen. Wenn ihr nicht vernünftig seid, werde ich ihr ganzes Hab und Gut über eure schöne Stadt verteilen. Nein! Altes Essen, kaltes Eisen, lauter grässliches Zeug ist das. Da werdet ihr lange aufräumen, das sage ich euch. Schon gut. Dann lasst uns wenigstens die Zwillinge zum Spielen da, solange ihr Uriange besucht. Jawohl. Wenn ihr uns das versprecht, heben wir den Zauber auf. Uns soll's recht sein. Geht ruhig, wir kommen schon zurecht. Ja, abgemacht. Also gut, ihr sollt die Phönik zu Gesicht bekommen. Da ist es ja, Ilmeg. Minfilia, kannst du dich wieder erinnern? Ja, ich glaube, ich weiß den Weg wieder. Entschuldige, das hat länger gedauert, als ich dachte. Aber jetzt sollten wir endlich zu Uriange finden können. Hab ich das nicht wunderbar hinbekommen? Wenn du wieder mal in der Klemme stecken solltest, brauchst du mich nur zu rufen.
Ihr habt sie gehört, das nächste Mal, wenn wir einen Bosskampf haben, werden wir sie einfach rufen mit den Worten: Fel'ul, wir brauchen deine Hilfe oder so ähnlich.